Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Sie werden das nicht glauben. Bei meiner Party zu Hause ist jetzt gerade jemand ausgerutscht und mit dem Rücken in den Messerblock gefallen. Und dann hat jemand die Leiche gefunden und hat einen Herzinfarkt. Und der nächste hat von diesem Schrei, das im Badezimmer, nach dem Handtuch gegriffen. Und dann ist der Handtuch halt runtergefallen und dann hat ihn erschlagen. Was haben Sie gesagt? Sie glauben das wirklich nicht. Oh, mein Name... Christian Jürs. Manchmal sollte man vielleicht doch besser aufpassen, was man meldet. Wobei ich grundsätzlich normalerweise eine sehr ehrliche Haut bin. Also, wenn ich jetzt beispielsweise auf der Straße 10.000 Euro finden würde, dann würde ich sofort in der Sekunde die Polizei anrufen und sagen, dass ich 5.000 Euro gefunden habe. Aber es gibt natürlich auch so Situationen, wo man das vielleicht nicht gleich einmal macht. Denken wir zurück beispielsweise an Peter Bergs großartiges Debütwerk Very Bad Things. Man kann einfach schwer bei der Polizei anrufen und bekannt geben, was dort gerade passiert ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass einem das einer glaubt, ist eher enden wollend. Und das ist tatsächlich auch die Geschichte von Serial Lover, relativ ähnlich sogar. Nur, dass es dort nicht mit einer Prostituierten auf einem Junggesellenabschied passiert, sondern dass Claire ein recht interessantes Partykonzept hat. Ich weiß nicht, ob ihr dieses eine Schild kennt, das ich ganz gut finde, wo steht, bei einem Gasthaus am Valentinstag, kommen Sie mit Ihrem Mann, 20% Rabatt, kommen Sie mit Ihrem Freund, 15% Rabatt, kommen Sie mit beiden gleichzeitig, 100% Rabatt. Ähnlich wie das quasi am Anfang war von Weihnachten in Wien, wo sich Amy mit ihrem damals dann noch Vertrauten im Wirtshaus trifft und er setzt sich hin vis-à-vis von ihr und sagt quasi, du Schatz, wir müssen über etwas sprechen. Und sie meint, ja, was willst du mich fragen? Was hast du eine interessante Frage für mich? Und er bringt dann plötzlich eine andere Frau hinein und sagt, hey, wie wär's, wenn wir zu dritt schnackseln würden? Und das hat ihr auch nicht gefallen. Also, wie gesagt, manche Situationen gibt's, die sind aber komisch. Und manche Leute gibt's, die haben ein komisches Verständnis von gesellschaftlichem Zusammenleben. Oder auch dafür, welche Art von Monologen irgendeinen Menschen auf diesem Planeten interessiert. Die quasi einfach um den heißen Brei herum palavern wie Rumpelstilzchen um die Feuerstelle. Aber ich hab keine Ahnung, was das für Leute sind. Anyways, Claire hat zu ihrem 35. Geburtstag eine ganz besondere Idee. Sie lädt sich nämlich mehr oder weniger ihre drei Liebhaber und ihren besten Freund ein für eine Art Dinner der Entscheidung. Das ist der Moment, wo sie dann wirklich finalisieren möchte, mit wem von diesen Leuten sie gerne den weiteren Teil von ihrem Leben verbringen möchte. Und das macht sie mehr oder weniger wie eine Castingshow. Ich warte nur drauf, dass Reinhard Fendrich plötzlich irgendwann mal auftaucht und irgendwelche Trennwände hochfahren lässt. Aber natürlich passiert ein bisschen was Blödes auch. Und in der Küche stolpert einer von den Typen und fällt ihr direkt ins Messer. Ja, sie wollte ihm nichts Böses. Also wirklich nicht. Aber was macht man dann? Sagt man den anderen Bescheid? Ruft man gleich die Polizei? Ich glaube, irgendwo da hat sich schon einmal die bestmögliche Antwort versteckt. Weil ich glaube, zu versuchen, die Leiche dann irgendwie zu verstecken, das könnte am Ende des Tages dann eher nicht gut gelingen und vielleicht sogar für eine Verstrickung von sehr blöden, aber unterhaltsamen für das Publikum Zufällen sorgen. Und damit kommen wir zur französischen Krimikomödie Serial Lover aus dem Jahr 1998. Grundsätzlich finde ich auf eine ähnliche Art und Weise gepolt wie Very Bad Things, nur dass Peter Bergs Version von einer relativ ähnlichen Geschichte noch wesentlich derber, wesentlich zeigefreudiger und vor allem irgendwie einfach wesentlich bösartiger ist, während Serial Lover sich tatsächlich gerne als eher leichtfüßiger Film präsentiert. Gut, wenn man es heutzutage
heutzutage nimmt, haben beide Filme eine Freigabe ab 16 Jahren. Wenn man es nach damaligen mit 90er Richtlinien sieht, war ja Very Bad Things trotz 18er Freigabe immer noch gekürzt. Also man merkt, hier ist es ein bisschen seichter, aber im klassischen Screwball-Comedy-Stil à la Hasch mich, ich bin dein Mörder oder wie sie alle heißen, bekommen wir hier eine klassische Komödie, wo Claire immer wieder versucht, das ein oder andere zu vertuschen, zu verstecken, dabei allerdings irgendein weiteres Missgeschick passiert und dass die ganze Misere, in der sie steckt, immer weiter vertieft. Dabei muss man sagen, dass die Art, wie sich die Geschichte von diesem Film in wirklich überraschend kurzweiligen 80 Minuten circa sehr schön weiterentwickelt, natürlich auf der einen Seite ein bisschen forciert und contrived ist, wie man immer so schön sagt, vor allem wenn dann der Film zur nächsten Eskalationsstufe übergeht, dass die Erzählung vielleicht dann streckenweise ein bisschen sprunghaft vollführt werden kann, aber das ist natürlich auch ein bisschen der kurzen Laufzeit geschuldet und der Tatsache, dass der Film Serial Lover genau weiß, wie lang er sein darf, ohne quasi seine Willkommenheit beim Publikum überzustrapazieren. Das nimmt man eben auch gerne in Kauf, weil ein Film mit dieser Prämisse wird wahrscheinlich niemand sich eine realistische Parabel auf das aktuelle gesellschaftliche Zusammenleben erwarten. Dabei muss man sagen, dass Serial Lover ein Film ist, der vor allem aufgrund der Darsteller einen wirklichen Spaß macht. Natürlich hat man es hier mit dem typischen französische schwarze Komödie Overacting zu tun. Sehr viele Grimassen, sehr viel quasi fast in die Kamera schauen, sehr viele Momente und natürlich auch den ein oder anderen Twist, den man 100 Meter gegen den Wind riecht, aber trotzdem etwas, das einfach genial ist. Ich sage, ohne an der Stelle irgendetwas spoilern zu wollen, einfach nur Hashtag Jukebox. So dumm einzelne Ideen von diesem Film auch sind, so putzig, drollig und köstlich sind sie, wenn sie sich dann tatsächlich vor den Augen des Zuschauers abspielen, so sehr, dass man sich natürlich auch fragen könnte, hey, wer ist eigentlich für diesen Film verantwortlich? Und das möchte ich mit euch an der Stelle durchgehen, auch wenn ich jetzt gleich einmal sagen muss, dass ich wahrscheinlich vielen von den Darstellern von Serial Lover ziemlich Unrecht tun werde. Denn viele Leute, die an diesem Film mitgewirkt haben, haben in der IMDb Castlisten von über 100 verschiedenen Projekten, an denen sie mitgewirkt hat, und davon sind auch einige tatsächlich in deutscher Sprache erschienen, aber nachdem ich persönlich mit französischen Filmen recht wenig anfangen kann, kenne ich einfach ziemlich wenige davon und habe wahrscheinlich den ein oder anderen großen bekannten Kracher übersprungen, konzentriere mich also demnach eher auf die Titel, die eben Filmfans wie ich auch kennen könnten und die jetzt nicht eher in das klassische französische, ein bisschen arthausig angehauchte Genre fallen, denn das ist etwas, das ich bei Serial Lover extrem positiv fand. Das ist ein kurzweiliger, leicht zugänglicher Film, der zwar nicht wie eine nackte Kanone quasi Wuchtel nach Wuchtel hat, sondern einer, der sich etwas Zeit lässt, auch für seine Charaktere, für die Wirkung von seinen Gags, der allerdings null prätentiös, null arthausig oder sonst irgendwie anstrengend ist. Das ist sehr schön. Geschrieben und gedreht wurde der Film von James Huth, der beispielsweise auch Hellphone, ein teuflisches Handy, im Jahr 2007 gemacht hat, der bei uns über Sun Film erschienen ist, beziehungsweise die Lucky Luke-Verfilmung mit Jean Dujardin aus dem Jahr 2009. Wir sehen in der Hauptrolle Michelle LaRocque, die ihre Rolle einfach absolut großartig spielt, und nur weil sie die Hauptdarstellerin ist, erwähne ich Projekte wie Mein Leben in Rosa-Rot oder Meine wunderbare Scheidung, Ein Mann sieht Rosa, netter Charles Bronson-Gag in dem Fall, oder Hilfe, die Kinder sind zurück, obwohl ich tatsächlich keine Ahnung von diesen Filmen habe. Da gibt's bei anderen Leuten schon ein bisschen mehr zu entdecken in der Vita, nämlich Albert Dupontel hat in Irreversibel mitgespielt in der Rolle des Pierre, hat außerdem in dem relativ coolen Thriller On the Run den Frank Adrien gespielt, beziehungsweise in Intimate Enemies, der Feind in den eigenen Rollen, den Sergeant Dugnac. Michel Villermoz hat zum Beispiel kleinere Rollen gespielt in Midnight in Paris oder Mathilde, eine große Liebe, oder
Warum sind französische Filme so anstrengend? Warum tut mir teilweise schon die Birne weh, wenn ich nur die Titel lese? Wieso heißt dieser Animationsfilm Mein Leben als Zucchini? Ich will wirklich nicht wissen, was Zucchinis alles erleben mussten, vor allem dann, wenn ein neuer 50 Shades of Grey im Kino war. Wir sehen Zinedine Zualem in dem Film, der zum Beispiel zwar nur eine ganz kleine Rolle, aber zumindest in JCVD gespielt hat, der in Hass oder in Willkommen bei den Schüttis dabei war. Antoine Basler hat zum Beispiel bei Ein Prophet oder Dobermann im Jahr 1997 den absoluten Kultklassiker mit Vincent Cassel oder Jackie Caio und Monica Bellucci eine kleinere Rolle gespielt. Und Patrick Ligardes war zum Beispiel in einer ganz kleinen Nebenrolle in Hitman, Jeder stirbt alleine dabei, oder als Karl in Frontiers, Kennst du deine Schmerzgrenze. Isabelle Nanty kennen wir aus der fabelhaften Welt der Amelie, wo sie die Georgette gespielt hat, und sie war auch Fabienne Morlot in dem Film Die Besucher mit Jean Reno. Wir sehen Marina Foïs, die zum Beispiel auch in 22 Kugeln eine Rolle hatte, die in dem absolut großartigen, an der Stelle wirklich für diejenigen, die französische Komödien mögen, sage ich gleich einmal, schaut euch Serial Lover an, der wird euch gefallen, aber schaut euch unbedingt Veganer schmecken besser an. Einer der lustigsten, genialsten, abgedrehtesten, skurrilsten und putzigsten Filme, wo nämlich wirklich in dem Fall nur Franzosen diesen Film so hinkriegen konnten. Ein absolutes Meisterwerk. Beziehungsweise war sie auch noch in den Becken voller Männer als Claire zu sehen, den ich ja hier dank André L. auch im Wunsch-Quickie bereits näher behandeln durfte. Übrigens, apropos, das können so nur die Franzosen. Irgendwie war es mir ganz klar, wie ich den Film Serial Lover gesehen habe, dass der irgendwann einmal noch ein Remake bekommen wird. Das ist doch klar. Die Amis sehen das und kopieren das. Und dann gibt's 2007 den Film Happy Killing aus Südkorea, okay? Auch interessant, Serial Lover ist tatsächlich einer der wahrscheinlich einzige französische Film, dessen offensichtlich aufgelegtes Hollywood-Remake gar nicht aus Hollywood kam, sondern aus Südkorea. Leider ist die koreanische Version Happy Killing aber hierzulande nie veröffentlicht worden. Die Musik des Films stammt von Bruno Coulet, der für seine Musik bei dem Film Die Kinder des Monsieur Mathieu sogar für einen Oscar für die beste Musik nominiert war, der außerdem noch bei Coraline bzw. Nomaden der Lüfte und über 200 anderen Projekten die Musik gemacht hat. Vielleicht kennen wir an der Stelle noch ein paar weitere Werke, natürlich die anderen von demselben Regisseur wie Hellphone, eh klar. Oder auch das Geheimnis von Kells, wo er die Musik beigesteuert hat. War es nicht auch die purpurnen Flüsse, die bei ihm noch aufgetaucht sind in der Liste? Genau, und Vidotsk aus dem Jahr 2001. Die Kamera hat Jean-Claude Thibault übernommen, der zum Beispiel interessanterweise nur wenige Arbeiten hat. Zum Beispiel 12 als Regisseur, 9 als Kameramann. Dabei bei der Kamera auch Vidotsk oder Verrückt nach ihr oder Barracuda vor. Vorsicht Nachbar im Jahr 1997, aber er hat in erster Linie auch an Werbeclips für zum Beispiel Louis Vuitton gearbeitet, und geschnitten wurde das Ganze von Scott Stevenson, dessen Filmkarriere Ende der 80er Jahre ganz interessant begonnen hat, nämlich mit dem Jean-Claude Van Damme-Vehikel Cyborg. Nur, dass er dann 6 Jahre später erst seinen zweiten Schnittauftrag hatte mit dem bekannten französischen Film Hass. Dann hat er noch Dinge geschnitten wie Brute eben, und hat allerdings auch in anderen Funktionen gearbeitet, nämlich als, hat eben diesen Titel dann auch noch geschnitten. Auf jeden Fall ist Serial Lover mit einer hochmotivierten Crew, einer interessanten Story, einer coolen, schwarzen Geschichte sehr genial inszeniert, vor allem hervorragend gespielt, hervorragend inszeniert, eine schöne, spannende,
kurzweilige Zeit und deswegen freue ich mich, dass ich eben diesen Film auf Anraten vom lieben Aston Martin jetzt diesen Monat hier als Wunschquickie sehen musste. Es war wirklich ein Zwang, mir diesen Film anzuschauen. Vor allem, weil das wieder mal eine der Empfehlungen ist, die ich wahnsinnig gerne an euch weitergebe. Vor allem für diejenigen, die eben gerne die klassischen alten Screwball- oder Verwechslungskomödien haben. Die alten Filme mit Louis de Funès, wo eben durch kleine Verstrickungen, kleine Missverständnisse, man immer tiefer in diese klassische Spirale hineinkommt. Das ist genau der Film für euch. In dem Fall mit einer ähnlichen Prämisse ausgestattet wie Very Bad Things, und nicht ganz so derb, ist es ein unglaublich unterhaltsamer, witziger, putziger, herzig gespielter Film mit einer wirklich absolut genialen Prämisse, toll inszeniert. Serial Lover ist definitiv ein komplett verschollenes und zu Unrecht unbekanntes und untergegangenes Kleinod der französischen Comedy-Kunst.